Die Halo-Serie hat vergangenes Wochenende einen neuen Trailer bekommen. Was der uns verrät, worum es in der Serie geht und wann und wo ihr sie schauen könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Humanity's best weapon. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da. Ich werde auch in Zukunft noch mehr Videos zu Halo und auch zur Halo-Serie machen. Der neue Trailer gibt uns im Gegensatz zu vorher gezeigtem Material jede Menge Aufschluss über die konkrete Handlung der ersten Folgen und zeigt uns auch endlich etwas genauer die Effekte der Aliens und einige Kampfszenen. Was die Handlung angeht, erfahren wir im Trailer, dass die Serie zu Beginn des Krieges gegen die Allianz spielt und der Chief und sein Spartan-Team zu Beginn damit beauftragt werden, eine Zelle der sogenannten Insurrectionists auszuschalten. Die Insurrection ist eine menschliche Rebellengruppierung, die gegen das UNSC, also United Nations Space Command, und gegen die allgemeine menschliche Führung rebelliert. Sie entspringt den äußeren Kolonien und entstand vor allem dadurch, dass sich viele Menschen in den äußeren Kolonien vom UNSC vernachlässigt gefühlt haben und unter Armut litten. Um diese Rebellenzellen niederzuschlagen, entwickelte das UNSC mit dem Geheimdienst ONI und unter der Führung von Dr. Catherine Halsey, die wir auch im Trailer sehen, das Spartan-Programm. Ein Programm für Supersoldaten, bei dem Kinder mit vielversprechendem Genmaterial entführt wurden, um anschließend ein hartes Training und Augmentationen, also körperverbessernde Operationen, zu durchlaufen, die nicht alle der Kadetten überlebt haben. Hier lässt sich auch die im Trailer zu sehende Figur Sorin 066 einordnen. Er war genau wie der Master Chief ein Spartan-Anwärter. Seine Operationen verliefen allerdings nicht problemlos und er wurde ausgesondert. Daraufhin schloss er sich als unfertiger Spartan den Insurrectionists an. So zumindest wird es in der Canon-Timeline erzählt, denn eine der wichtigsten Infos zur Halo-Serie ist, dass sie in ihrer ganz neuen eigenen Timeline namens Silver-Timeline spielt. Die Serie ist also nicht abhängig von der teils sehr komplexen Lore der Halo-Spiele, Bücher und Comics, sondern startet komplett neu. Wie von den Creatoren der Serie bereits gesagt wurde, werden viele Kernelemente aber übernommen, einige aber auch von der TV-Adaption abgeändert. Bei der Backstory der Spartans und auch von Sorin müssen wir das, was wir aus der normalen Timeline wissen, also mit einem Grain of Salt nehmen, denn wir wissen nicht, ob sich alles 1:1 in die Silver Timeline übertragen lässt. Wobei die Serie vor allem was die Hintergrundgeschichte der Spartans angeht suggeriert, dass hier nahezu alles so wie in der kanonischen Timeline ist. Ein Unterschied ist aber zum Beispiel schon beim Spartan-Team vom Chief zu finden. In der kanonischen Timeline heißt das Squad des Chiefs, das aus ihm und drei anderen Spartans besteht, Blue Team, in der Serie Silver Team. Und besteht abgesehen vom Chief auch aus komplett anderen Charakteren, die komplett neu für die Serie geschaffen wurden. Wir haben zum einen Spartan 134 Vanek, dann Spartan 125 Kay und Spartan 028 Riz. Aber zurück zum eigentlichen Trailer. Das Spannende daran, wie hier die Geschichte um die Spartans im Gegensatz zu den Videospielen erzählt wird, scheint eine weitere Perspektive zu sein. In den Spielen verliert man sich schnell in der Perspektive des UNSC, das gegen Aliens kämpft, und hinterfragt nicht immer, ob alles, was das UNSC tut, eigentlich moralisch so richtig ist. Hier versucht die Serie scheinbar die Geschichte etwas zu erweitern und uns durch die Insurrection zu zeigen, wie dunkel eigentlich die Entstehungsgeschichte des Spartans und der eigentliche Grund ihrer Erschaffung ist. Für diese neue Perspektive wird neben Sorin wahrscheinlich vor allem auch die gänzlich neue Figur namens Quan-Ah verantwortlich sein. Denn während der Chief und Silver Team auf brutalste Weise gegen das Lager der Insurrectionists vorgehen, verschieben sie scheinbar sehr schnell die Prioritäten des Spartans. Denn plötzlich kommen Aliens ins Spiel. Wir sehen in echt nicht schlecht choreografierten Kampfszenen den Chief gegen die Spezies Sangheili kämpfen, die allgemein auch als Eliten bekannt sind, weil sie zu den besten Kämpfern eines Zusammenschlusses verschiedener Alienrassen namens Covenant, zu Deutsch Allianz, gehören. Zu dieser Allianz gehören auch die sogenannten Kikja oder auch Schakale genannt, die wir hier später mit ihren Partikelschilden sehen. Im Übrigen hat dieser Schakal hier auch ein kleines Partikelschwert, was es so auch in den Spielen noch nicht gab. Die Allianz an sich ist eine Gruppe religiös motivierter Fanatiker, die glauben, dass die Artefakte einer alten, ausgestorbenen Alienspezies namens Blutsväter ihnen Erlösung bringen. Aber dazu später mehr. Angeführt wird die Allianz dabei von drei sogenannten Propheten der Alienrasse Sang-Shiyum, die wir auch kurz in dieser Trailer-Szene von weitem sehen. Die Allianz möchte die Menschheit auslöschen, weil sie ihnen auf ihrem Weg nach Erlösung im Weg steht. Im ersten Trailer haben wir dabei auch schon den Hauptsitz der Allianz namens High Charity von außen gesehen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut euch doch das oben rechts verlinkte Video an, das ich bereits zum ersten Trailer-Material gemacht habe. Im neuen Trailer sehen wir High Charity aber jetzt nochmal von innen. Und genau wie in den Videospielen bildet das Zentrum des Inneren von High Charity ein altes Schiff der Blutsväter. Was die Serie bei der Darstellung der Allianz allerdings wiederum ganz anders macht als die Spiele, ist, dass sie einen Menschen auf die Seite der Allianz stellen.
Die Figur namens McKee zeigt sich hier im Trailer ganz schön antimenschlich und ich bin mal gespannt, inwieweit sie ihre Rolle ausspielt. In dieser Szene sehen wir sie auch, wie sie eine Gruppe von Menschen mit irgendwelchen Würmern attackiert. Manche Halo-Fans theoretisieren an dieser Stelle schon, dass es sich um die parasitäre Lebensform der Flood handelt, die Lebewesen infiziert und zu einer Art Zombie-Spezies mit einem einzigen Bewusstsein macht. Aber deutlich wahrscheinlicher ist es, dass diese Würmer eine weitere Alien-Spezies namens MK-Golo sind, die Spieler der Videospiele besser als Jäger kennen sollten. Auch die gehören nämlich zur Allianz und es würde deutlich mehr Sinn ergeben, wenn McKee diese nutzt, um die Menschen aufzuhalten. Ein weiterer Teil der Geschichte, der auch bereits im Trailer angesprochen wird, ist die Geschichte um die Artefakte der Blutsväter. Die Allianz war auf dem Wüstenplaneten im Lager der Insurrections scheinbar auf der Suche nach einem solchen Artefakt. Und in späteren Szenen sehen wir auch, wie der Chief ein solches Artefakt findet und berührt. Das Spannende daran ist zum einen, dass der Chief dabei sagt, er fühle sich jetzt anders, was theoretisch jede Menge bedeuten könnte. Er könnte eine genetische Sequenz freigeschaltet haben wie in Halo 4, er könnte aber auch einfach eine Art Vision gehabt haben. Was das genau bedeutet, werden wir wohl erst in der Serie erfahren. Was wir aber definitiv im Trailer schon lernen, ist, dass die Allianz auf der Suche nach dem namensgebenden Halo Array ist. In der Canon-Timeline sind die Halo-Ringe Waffen, die von den Blutsvätern geschaffen wurden, um als letzte Möglichkeit gegen die Flood eingesetzt zu werden. Werden die Halo-Ringe alle gemeinsam gezündet, schaltet sich dabei sämtliches biologisches Leben in der Galaxie aus, um der Flood als infizierende Spezies die Lebensgrundlage zu rauben. Ob und wie die Halo-Ringe in der Serie erklärt werden, werden wir wohl noch lernen. Dass das Finden der Halo-Ringe aber im Krieg gegen die Allianz nach Ansicht des UNSC eine entscheidende Rolle spielt, erfahren wir dann doch im Trailer. Chief sagt nämlich, "Find the Halo, win the war." Also, finde den Halo und gewinne den Krieg. Hier ist also bereits ein weiterer Unterschied zur Canon-Timeline zu spüren. In den Spielen war es so, dass die Menschheit und der Master Chief zufällig auf die Halo-Ringe gestoßen sind, als sie vor der Allianz geflüchtet sind, nachdem die einen der wichtigsten Militärplaneten des UNSC namens Reach zerstört hatte. In der Serie scheint es offenbar eine Art Wettrennen zwischen UNSC und der Allianz zum Halo-Ring zu sein. Ich lehne mich daher auch mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass die erste Staffel damit endet, dass der erste Halo-Ring gefunden wird. Das letzte große Element des Trailers ist die Vorstellung der Serienversion von der Begleit-KI des Master Chiefs namens Cortana. Hello, Master Chief. I'm Cortana. Der Chief kann sie über einen Chip direkt in seine Panzerung integrieren. Auch sie wurde in der Canon-Timeline von Dr. Halsey geschaffen und noch spannender ist, dass sie sogar aus der Hirnmatrix von Dr. Halsey geschaffen wurde und dadurch eine absolut einzigartige KI ist. Generell sind KIs in Halo in der Regel mit sehr vielen menschlichen Zügen versehen und haben ganz eigene Charaktere, sind also nicht wie in anderen Sci-Fi-Universen lediglich verbildlichte Computer. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch ein paar letzte kleine Details aufzählen, die mir im Trailer so aufgefallen sind. Es ist ziemlich cool zu sehen, dass auch in der Serie die normalen Marines scheinbar einen riesigen Respekt und Ehrfurcht vor dem Master Chief haben, wie wir es hier sehen. Der Warthog sieht eigentlich auch ganz gut aus, auch wenn er kein Geschütz hat. Hier sehen wir nochmal den Chief mit einer Plasmapistole der Allianz. Und dass der Chief hier ein MG, wie in den Spielen, abmontiert und trägt, ist schon sehr episch. Hier sehen wir nochmal einen Pelican, also ein Transportflugzeug des UNSC, der auf eine Art Begrüßungskomitee zufliegt. In dieser Szene sehen wir im Cockpit allerdings ein helles blaues Licht und es sieht so aus, als würden die Menschen davor fliehen. Was hat es damit also auf sich? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dieses Allianzschiff drückt sehr viel aus, was an dem Allianz-Menschenkrieg so cool war. Das Allianzschiff ist einfach sehr viel größer und mächtiger als das Menschenschiff. Womöglich schließt diese Szene sogar an die mit McKee und den Jägerwürmern an. Außerdem haben wir durch den Trailer noch das Release-Datum erhalten. Die Halo-Serie erscheint bereits in einigen Wochen am 24. März und läuft in den USA und in einigen anderen Ländern auf dem Streamingdienst Paramount Plus. Nach aktuellem Stand wird es diesen Dienst bis dahin aber noch nicht in Deutschland geben. Wo kann man die Serie also schauen? Es ist mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass die Serie in Deutschland zunächst auf Sky laufen wird und wie sie darüber schauen können, bis Paramount Plus nach Deutschland kommt. Im Allgemeinen muss ich persönlich sagen, dass ich momentan noch etwas zwiegespalten bin, was die Serie angeht. Einerseits bin ich positiv überrascht, wie die Action aussieht und finde, dass vor allem das Weltraum-CGI richtig gut passt und das Design der Allianz gut genäht ist. Andererseits sehen manche Dinge aber auch irgendwie etwas Plastik- und Cosplay-mäßig aus. Die Rüstung des Chiefs sieht meiner Meinung nach sogar schlechter aus als die der anderen Spartans und sah meiner Ansicht nach in der Halo 4 Promo-Live-Action-Serie Forward Unto Dawn etwas besser aus.
Das Design von Cortana finde ich zudem leider auch nicht so gelungen. Manche Fans spekulieren, dass sie Cortana noch etwas ändern, aber wenn diese Änderungen jetzt aus dem Fanfeedback zum Trailer entstehen sollen, ist bis zum 24. März wahrscheinlich kaum noch Zeit dazu. Außerdem stellt sich mir die Frage, ob die Figur von McKee nur existiert, um etwas CGI zu sparen, indem man der Allianz ein menschliches Gesicht gibt, das einfach durch eine Schauspielerin verkörpert werden kann. Zudem kritisieren einige Fans meiner Ansicht nach zu Recht, dass mit der Stimme des Chiefs eine Chance verpasst wurde. In der englischen Version der Spiele wird der Chief jeher von Steve Downes gesprochen und hat eine unglaublich ikonische Stimme. Wake me, when you need me. Da der Chief auch in der Serie wahrscheinlich die allermeiste Zeit, wenn nicht sogar durchgehend, seinen Helm tragen wird, wäre es ein leichtes gewesen, Steve Downes auch hier dem Chief seine Stimme verleihen zu lassen und somit die alteingesessenen Fans glücklich zu machen. Andererseits finde ich es auch sehr interessant an der Serie, dass die Hintergrundgeschichte des Bahns hier vielleicht mal etwas differenzierter dargestellt wird und wir auch andere Perspektiven zu sehen bekommen. Außerdem muss man sagen, dass das CGI abgesehen von Cortana nicht schlecht aussieht und ich finde es wirklich sehr nice, dass sich die Serie scheinbar nicht zu schade ist, Chief auch mal dreckig zu machen und seine Faust oder sein Visier in Alien-Blut zu tränken. Aber was denkt ihr? Freut ihr euch nach diesem Trailer auf die Serie? Seid ihr langjähriger Halo-Fan oder steigt ihr jetzt mit der Serie zum ersten Mal in das Halo-Universum ein? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und schreibt mir auch eure Theorien, was für eine Geschichte wir wohl in der ersten Staffel zu sehen bekommen werden. Vergesst bitte auch nicht, das Video zu bewerten und wenn ihr mehr solcher Videos zu Halo, zur Halo-Serie oder zu anderen Themen der Popkultur sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da, um in Zukunft keine meiner Videos mehr zu verpassen. Wenn ihr mich darüber hinaus noch unterstützen möchtet, lasst mir doch gerne ein Follow und oder Abo auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/sillo_tv da. Dort streame ich mehrmals die Woche Halo und andere Spiele und freue mich jedes Mal darüber mit euch zu diskutieren. Das war's ansonsten aber erstmal von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Sillo.